Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Little Dragons Café. Und wir sind auf der Suche nach Aal. Und deswegen werden wir jetzt Angelstellen abklappern müssen. Wir haben noch keinen Aal geangelt, ne? Dementsprechend wird sich bei uns auch in unserem Tümpel da unten auch kein Aal befinden. Wir brauchen einen Aal, um ein Gericht zu kochen für die Hexe. Was ihre Oma ihr serviert hat, wo sie da ganz erpicht drauf war. Nein, das esse ich nicht, das ist doch ein Menschengericht. Und ja, nachher Angelstellen. Und seitdem ist das so, ne? Da ist sie abgehauen, deswegen ist sie bei uns. Deswegen angeln wir hier mal. Und gucken mal, ob wir einen Aal rauskriegen. Hoffen wir einfach mal. Direkt. Ein überraschter Aalgabel. Der ist sehr überrascht. Sehr gut, da haben wir das auch. So. Noch ein überraschter Aal. Komm, da holen wir gleich mehr raus. Wenn wir schon hier sind, ne? Also, wie oft können wir denn hier fischen? Ne, düngen will ich nicht. Aber hier haben wir doch schon mal geangelt. Aber ne, ich sehe gerade, hier sind ja zwei Angelstellen wegen den Flecken. Haben wir nur hier links geangelt? Wahrscheinlich, ne? Da wird jetzt ein bisschen geangelt hier. Das tun wir jetzt zu wenig. So. Sehr gut. Ist doch gut. Auf, zurück zum Café. Wir müssen einen Aal zubereiten. Kochen wir mal. Aal nach Bauernart, genau. Wir brauchen einen überraschten Aal. Dann brauchen wir einen Rettich. Sojasauce natürlich und irgendwas, was gut dabei zupasst, ne? Was passt denn gut zum Aal? Es ist sehr fettig. Was ist halt das Ding? Ja. Hauen wir noch eine seltene Zwiebel rauf. So. Aal nach Bauernart. Ah, ist das voll? Reicht aber anscheinend, okay. Oh, das sieht doch lecker aus. Obwohl ich nicht so Fan von Aal bin. Komm schon, probier einfach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Willst du jetzt etwa nicht essen? Was sollen wir tun? Miko hat so hart gearbeitet, um es zu machen. Geschmäcker sind verschieden. Es gibt nicht viel, was wir tun können. Vielleicht sollten wir einfach aufräumen. Gut, aber hey, es ist also der Anblick, bei dem dir der Appetit vergeht. Hast du es mal versucht, es nicht anzusehen? Was? Nun, ich schätze, wenn ich die Augen zumache und mich auf das Aroma konzentriere. Was? Stimmt etwas nicht? Das Aroma lässt mich ganz nostalgisch werden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht solltest du nochmal dran riechen, um es herauszufinden. Oh. Weißt du es wieder? Ja, es ist genau der gleiche Geruch wie bei Omi. Warte, tatsächlich kenne ich diesen Geruch noch aus meiner Kindheit. Warum ist mir das früher nicht aufgefallen? Vielleicht, weil du zu sehr mit deinem Vorurteil beschäftigt warst. Ich denke, umso mehr solltest du es jetzt probieren. Du hast recht, vor allem, wenn ihr alle so hart gearbeitet habt, um es für mich zu machen. Und es ist nicht an der Zeit, dass du etwas wegen deiner Schuldgefühle gegenüber deiner Omi... Und ist es nicht an der Zeit, dass du etwas wegen deiner Schuldgefühle gegenüber deiner Omi tust? Ich probiere es. Es ist köstlich.
das, meine liebe Celis, ist das Essen der Menschen, das du immer verachtet hast. Es ist nicht nur lecker, sondern auch voller Nährstoffe und außerdem, das ist Essen für die Seele, das dich aufmuntert, wenn du betrübt bist. Jeder Bissen hebt die Stimmung. Ich könnte mich irren, aber hat deine Omi dir das vielleicht serviert, als du niedergeschlagen warst? Sie wusste, dass dieses Essen deine Laune heben würde. Sie wusste, dass es dein Körper und deine Seele gut tun würde. Vielleicht hat sie das Rezept von ihrer Oma bekommen, als sie noch jung war. Oder vielleicht hat deine Omi das einmal bei einem Menschen gegessen. Vielleicht liegt es an dieser Speise, dass deine Omi die Menschen so mag. Wahrscheinlich. Ja, das war doch super. Das war doch herzallerliebst. Lass uns Zutaten sammeln. Warte mal. Wir müssen die Karte ändern. Das geht alles aus hier. So. Alter, meine Güte. Gut, dann kochen wir was. Nehmen wir mal das, das und Currypulver. Oh yes. Okay. Diese Songs, ne, sind halt so super. Etwas scharf, aber wundervoll. Echt, habe ich dich perfekt gemacht? Das haben wir gerade gekocht, ne? Nur mal Zucker. Ja. So. Weiter kochen. Wir haben hier noch seltene Zwiebeln, damit das noch und ja, Zucker. Irgendwas haben wir hier auch noch. Ist ja nur Gemüse, ne? Tun wir frische Karotten drauf rein. Ja. Weil ich glaube, so aktualisieren sie auch die Rezepte, ne? Können wir, glaube ich, was anderes auch benutzen. Wenn wir das so machen. Dann habe ich das denke ich zumindest, dass sich das aktualisiert, das Rezept. Und dann geht das auch nicht aus. Ratatouille. Bei Ratatouille ist es gut, wenn das süß ist. Denke ich zumindest. Oder? Ich weiß es nicht. Ich esse zu selten Ratatouille. Okay. Ich bin kein Fan von Aubergine. Ich mag das nicht. So. Backfisch nehmen wir. Das. Das und... Oh Gott, das haben wir echt wenig. Ich gehe mal kurz zu unserem Fischteich. Und dann gehen wir nochmal... Also jetzt gehen wir erstmal nochmal kurz um die Ecke zu unserer Anlage hier. Na, ernten. Okay. Ein bisschen was kriegen wir ja raus. Einmal kurz zum Fischteich. Da unten ist auch ein Rezept. Da wurden Rezepte angespült. Okay.
Garnelenvorspeise. Ernten. Ja, gut. Dann zurück zum Kaffee. Und jetzt erstmal schnell zum, Wir müssen uns kümmern. Erstmal müssen wir uns die Gäste kümmern. Das ist wichtig. Oh, sie seien eifersüchtig auf mich. Ich bin bloß ein einfacher, attraktiver und unglaublich talentierter Koch. Ich mach schon. So. Gut. Da komm schon, die wird schon beliefert. Sag mal. Dum, 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 dum. Gut, gut. So, dann gehen wir gleich mal zu Papi hoch. Damit er uns das Rezept da mal zusammenschustert. So. Dann reden. Du kriegst einmal hier was zu essen. Bitteschön. Aber krass, dass an den alten Orten immer neue Rezepte sein können, ne? Krabbencocktail. Sammle 4 Rezepte, teile ich. Hi. Gut. Ja, ich sammle schon Zutaten. Das könnte auch bedeuten, dass Rezepte jetzt an einem Ort stehen, wo wir schon waren. Deswegen gehen wir jetzt einmal hier ganz geradeaus. Ich denke, das war auch eine gute Idee. Wir waren da lange nicht mehr. Vielleicht steht da jetzt eine neue Kiste rum. Wer weiß. Weil ich glaub's dann nicht. Da kann man dann leider noch nicht rein. Ich würde gerne einmal da unten hingehen angeln. Wer weiß, vielleicht steht ja auch eine Kiste. Nee. Gut, angeln wir mal. Eine Grundel. Eine Sardine, ja lecker. Yam, yam, yam. Ja, dann kriegen wir nur dasselbe. Ich frage mich ja, wann wir da rüber können. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir müssen ja gleich wieder zurück zum Café. Die Gäste bewirtschaften. Weil unsere Mitglieder faulenzen gerne. Das ist aber auch zuverlässiges Personal, ne? Ganz ehrlich. Also da hoch können wir nicht. Und austesten, ob wir darüber. Können wir mal kurz austesten, ob wir jetzt darüber dürfen, aber ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Nee, du solltest nicht weit weggehen. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Gut, gut, gut. Bist jetzt nur der einzige Gast hier? Ja. So. Einmal kurz gucken, was unser nächstes Ziel ist. Müde von vielen Kochen? Vielleicht solltest du schlafen gehen. Vielleicht sollte ich schlafen gehen. Das werde ich tun. Aber wir müssen auch den Ruf unserer Kaffee verbessern, ne? Das ist ganz wichtig. Da kamen schon die alten Herren. Das sind unsere richtigen Stammgäste.
Ach, man kann sich seine Gäste nicht aussuchen. Guckt euch mal die Hakennase an. Arbeiten! Was hat Hakennase eigentlich bestellt? Naja, ich weiß es nicht. Was ich ja mal, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich in einem Hotel gearbeitet habe. Ich glaube, es war 4 Sterne, glaube ich. Risotto-Rezept, danke! Ich bin immer schockiert über die Essgewohnheiten der Leute. Zum Frühstück. Habe ich gesehen, ich weiß nicht, die Geschichte erzähle ich immer wieder ganz gerne, weil die halt so abstrus ist. Ich weiß nicht, warum das geht denn so nicht in meinen Kopf rein. Aber es gibt tatsächlich Leute, die essen ihr Marmeladenbrot, Marmeladenbrötchen mit Messer und Gabel. Ja. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Und seitdem ich 2013 rum, seitdem ich da gearbeitet habe, es geht diese Gedanke durch den Kopf, wieso macht man sowas? Wieso isst man sein Marmeladenbrot? Ne? Warum? Ich meine, mal gut, man muss in ein 4-Sterne-Hotel jetzt nicht unbedingt ins Essen reinlangen, ne? Aber ein Marmeladenbrötchen. Eine Brötchenhälfte beschmiert mit Marmelade. Das esse ich mit Messer und Gabel. Das geht halt nicht in meinen Kopf rein, ne? Drück mal immer okay. Aber es steigt immer noch nicht auf. Okay. Na gut, dann ist wahrscheinlich storybedingt, ne? Wird geladen. Was, hier geht schon wieder los? Och nö. Gehst du wirklich, Celis? Ja, mir ist jetzt endlich klar geworden, wie sehr meine Vorurteile meinen Verstand benebelt haben. Ich dachte wirklich, dass Hexen besser wären als Menschen. Ich war überzeugt davon. Aber ich fand heraus, dass diese Welt auch ohne Magie schön sein kann, dank der Hilfe dieses Cafés. An diesem Ort habe ich eine andere Art von Magie gefunden, die keinen Zauber braucht. Selbst wenn ich nie wieder zaubern kann, wird es okay sein. Ich bin trotz allem eine stolze und edle Hexe. So ist es. Danke, Lucula. Gut, es ist Zeit. Was machst du als nächstes? Ich gehe zurück ins Hexendorf. Man sieht sich. Oh, warte, Miko sagt, du hast etwas vergessen. Ja, dein Hut zum Beispiel. Den Zauberstab. Mein Zauberstab. Ihr Menschen. Unglaublich. Vielen Dank, dass du ihn nicht weggeworfen hast. Warum versuchst du es nicht mal? Vielleicht kannst du ja wieder zaubern. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn wieder alles beim Alten wäre. Vor allem, weil du in diesem Café eine so wundervolle Zeit gehabt hast. Du hast völlig recht. Ich habe ein köstliches Essen gegessen, das mit menschlicher Liebe gemacht war. Gut, ich werde es euch zeigen. Jetzt verwandelt bitte nicht die Drache in eine Maus. Ich werde diesen Drachen in eine Maus verwandeln, okay? Was? In eine Maus? Tu's nicht. Mus, Modus, Parvus. Drache mit deiner Größe ist aus. Du wirst jetzt flugs zur Maus. Uff. Ich kann so immer noch nicht. Ich gehe da mal. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Sieh nur das Lächeln dieser einst menschenverachtenden Hexe. Ihr süßes Lächeln bringt mich auch zum Lächeln. Je mehr diese Leute lächeln, desto mehr verändern sich alle. Und vielleicht verdanken wir das alles dir, Danzi. Warum, Danzi? Das kann der Drache hat nichts getan. Außer das Fressen. Ruf des Kaffee viel besser. Der Ruf des Kaffee hat sich verbessert. Es gibt jetzt mehr Gäste. Alter, meine Güte. Mehr Gäste? Und wir dürfen immer noch nicht hier... Achtung, das ist Backfisch. Noch ein Backfisch? Ernsthaft? Na gut. Na gut. Ich meine, es kann nie genug Backfischrezept geben, ne? Ah ja, du musst auch was essen, ne? Geben wir mal Ratatouille. Unser lebendiger Mülleimer. Gut, dann gehen wir Sachen sammeln, ne? Oder? Ja, wir gehen Sachen sammeln. Ich bin ja sehr gespannt, welcher Gast da als nächstes auftauchen wird. die von den einzigartigen Gästen.
Aber das war die Geschichte um die Hexe. Die war ganz niedlich gemacht. Aber das Ding ist, wir brauchen halt sehr viele Items. Also sehr viele Zutaten. Die wir alle nur hier im hinteren Gebiet bekommen. Ja gut, Rettich ist jetzt nicht unbedingt selten, ne? Einmal hier, da. Ich würde es echt cool finden, wenn wir hier irgendwo auch ein anderes Dorf finden werden würden. Aber das wäre mal äußerst praktisch. Na gut, wir gehen zurück zum Café. Gäste sind da. Die kommen. Da sind sie auch schon. Solange unsere Zutaten nicht ausgehen, müssen wir auch das Rezept noch nicht ändern. So. Schurkschinken. Guck mal, die geben ja auch immer was, ne? Das ist auch immer ziemlich cool. Nicht wütend werden. Setz den hier hin, da ist ein Dings. So. Ja, er braucht das in Schall und Rauch, ich weiß. War es das schon? Anscheinend. Was sagt uns die Geschichte? Die sagt: Verbessere den Ruf des Cafés und sieh nach, was tagsüber im Café los ist. Ja, gut. Noch nicht viel. Ist wieder was angespült worden? Nee. Hier ein paar Eier. Wo lernen hin? Auf Achse? Ich frag mich ja, ob wir erst weiterkommen, wenn der Drache gewachsen ist. Oder wo sich theoretisch ein neues Gebiet eröffnen kann. Ich glaube, wenn der Drache erstmal noch ein großes Stück gewachsen ist, können wir vielleicht auch so diese größeren Holzdinger hier wegmachen. Und vielleicht dadurch auch an höher gelegene Orte kommen. Oder wir können auf ihn reiten und sind dann schneller. Weil das wäre wirklich mega. Und wir könnten dann vielleicht größere Abhänge überwinden und so weiter. Weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwie auch weiterkommen. Weil ich sehe sonst irgendwie nicht irgendwie einen Weg, wo es weitergeht quasi. Na, hier sind, wir haben überall Abhänge, die eventuell zu hoch für uns sind. Wo wir nicht hochspringen können, aber auch nicht runter. Ne? Das ist halt das Ding. Ja, die werden sich wahrscheinlich gleich wieder von selbst zerstören. Ja, ich hab's euch gesagt. Weil zum Beispiel dieser Abhang da, ne? Da könnten wir vielleicht hoch, wenn der Drache gewachsen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah, hier viel Sahnesoße und sowas. Das ist sehr gut. Chili con carne, wisst Bescheid. Hüpf doch hoch jetzt. Genau. Wie auch immer du hochkommst, Hauptsache du kommst hoch. Da oben ist nämlich auch was. Waren wir hier schon? Nee, ne? Da können wir auch nicht runter. Ja gut, zurück zum Café. Vorher gehen wir den Drachen noch was essen. Bitteschön. Gut, auf nach Hause. Wo sind die Gäste?
Wo bleiben die? Komm nicht. Doch, da kommen sie. Da ist er. Ernsthaft? Willst du direkt wieder verschrecken, oder was? So. Oh, da sind wir hier. Du kannst ja, eigentlich könnte man sie auch theoretisch von gleich beiden Personen aufschreiben, was die wollen. Man muss nicht bei jede Person einzeln abgehen. Das ist schwachsinnig. Bitteschön. Ach ja. Hast du zufällig was in deiner Tasche? Halt! Der mit seinen Ohren, Alter. Er hat eine Portion Satay bestellt. Ach, sie holt schon ab? Gut. Ich wollte nicht kochen. Ich wollte eigentlich mit ihm reden, weil er sehr mies gelaunt aussieht. Schaschlik-Rezept! Oh, nice! Wo ist das? Hab ich's übersehen? Schaschlik. Da unten. Kochtemperatur warm. Angeblich gibt's eins mit einem ganz besonderen Spieß. Oh yes. Man muss zu Schulterbraten. Einfach Schulterbraten. Einfach so pur. Können wir ja auf die Speisekarte tun, wenn wieder irgendwas rausgeht. Etwas salzig, er ist klassisch, sehr gut. Oder geht irgendwie die Karte aus? Ne, bis jetzt alles super. Ess zu. Gut, dann haben wir es, unser Arbeitstag heute auch hinter uns. Das freut mich. Gut, dann ist auch schon schlafen gegangen. Dann müssen wir ausschlafen, ne? Müssen wir ausschlafen. Ja, ja. So. Gucken wir mal, was uns der Tag gebracht hat. Yes! Der Ruf wurde verbessert. Die Kunden waren zufrieden. Waren zwar ein paar weniger, aber ist ja nicht schlimm. Gut, gut. Wird gespeichert. Und damit würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.